Ja, schönen guten Morgen. Willkommen zu dem Vortrag Oracle MySQL 8. Was hat sich geändert? Wo wird es hingehen? Mein Name ist Carsten Thalheimer. Ich bin sogenannter Pre-Sales Consultant in der Oracle. Ich vertrete das Produkt MySQL auf technischer Ebene. Die nicht das erste Mal auf der Frostcon sind, kennen mich vielleicht schon von den letzten Jahren. Ich halte eigentlich regelmäßig Vorträge auf der Frostcon und auf anderen Events über das Thema MySQL. Gut, steigen wir auch gleich voll ein. MySQL. Und ich beziehe mich hier auf eine Umfrage von Stack Overflow. Ich gehe mal davon aus, die allermeisten kennen Stack Overflow. Wenn es technische Probleme gibt, ist das im Regelfall so die erste Anlaufstelle. Und die machen regelmäßig solche Untersuchungen. Und ja, was ist die beliebteste Programmiersprache, beliebtestes Betriebssystem und so weiter und so fort. Mich interessiert die Statistik immer eigentlich an zwei Punkten. Also was ist die beliebteste Technologie, was ist die beliebteste Datenbank? Und der zweite Punkt an dieser Stelle ist dann oft die verwendete Programmiersprache. Ja, MySQL steht da relativ gut da. Deswegen mag ich natürlich auch diese Statistik sehr gerne. Wir werden aber gleich dann auch sehen, warum das für uns wichtig wird in MySQL, wenn wir über die nächsten Folien sprechen. Vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Also nach MySQL ist dann tatsächlich der SQL Server von Microsoft, gefolgt von Postgres und Mongo. Und mal so im großen und ganzen SQLite lasse ich da an dieser Stelle jetzt ein bisschen raus. Würde ich mal sagen, sind das so die vier großen Datenbanken, die, wenn man in Entwicklungsbereiche vordringt, verwendet werden. Da gibt es, wie gesagt, andere Produkte, gar keine Frage. Ganz oft kommt das Thema Cloud dann hier noch mit hoch und ganz oft kommt das Thema, also vor allen Dingen Cloud an dieser Stelle mit hoch oder auch Legacy-Applikationen. Da würde dann tatsächlich eine andere, eine Oracle-Datenbank oder auch eine DB2, eine SAP HANA eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, hier geht es jetzt ganz klassisch um den Entwicklungsbereich und da ist MySQL eigentlich so ganz gut positioniert. Und für die, die Vorträge von mir von den letzten Jahren schon gesehen haben, die wissen eigentlich, naja, das war eigentlich 2017 und 2016 und auch, glaube ich, 2015, da waren es andere Plattformen, ganz ähnlich gewesen. Was aber ganz interessant ist, wenn man einfach mal so ein paar Jahre die Zeit zurückschraubt, dann sieht man tatsächlich, dass diese sogenannten Startup-Companies, mittlerweile sind die nicht mehr in dem Startup-Modus, die sind mittlerweile alle schon relativ groß, ja, doch relativ groß geworden sind und auch Stand heute im Regelfall immer noch auf MySQL aufbauen. Das ist das Spannende an dieser Stelle, deswegen ist es vielleicht gar nicht so interessant zu gucken, wie ist das aktuelle Rating von den verschiedenen Datenbanken. DB Engines Ranking möchte ich an dieser Stelle einfach mal so weitergeben. Die entsprechenden Notizen sind in den Slides drin, die Slides können Sie dann runterladen. Ich glaube, jetzt geht das Mikrofon nicht mehr, kann das sein? Doch? Okay. Können Sie entsprechend einsehen. Gut, die allermeisten von diesen Firmen, ganz ehrlich gesagt, kenne ich nicht. Ich kenne einige von denen und ein paar von denen schauen wir uns dann mal an. Und man muss jetzt immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, warum entwickelt Oracle MySQL weiter? Was sind die Kunden, was machen die mit MySQL, um auch ein Verständnis zu haben? Warum ist MySQL 8 da angekommen, wo wir Stand heute sind? Gut. Der ganz große Kunde, der eigentlich auf jeder MySQL, in jedem MySQL-Vortrag vorkommt, ist Facebook. Ich bin da nicht so ein ganz Riesenfan davon. Facebook ist eine amerikanische Firma. Ich bin in EMEA tätig. Ich kenne zwar Facebook als Firma, ich kenne auch Mark Callahan persönlich, aber so im Großen und Ganzen weiß ich nicht, was Facebook macht. Deswegen lasse ich die immer so ein bisschen außen vor. Aber ich glaube, sie nehmen mir ab, das ist eine relativ große Installation mit einigen tausend Servern MySQL. Mark Callahan ist auch ganz fleißig immer am Posten, was ist gut und was ist schlecht an MySQL. Das finden Sie über entsprechende Google oder Bing-Links auch raus. Ganz bekannt an dieser Stelle auch Twitter und ganz bekannt an dieser Stelle auch LinkedIn. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele andere. Das sind halt so die ganz Großen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie entsprechende Verträge mit Oracle an dieser Stelle haben. Viel wichtiger für mich vor allen Dingen an dieser Stelle, E-Commerce-Plattformen, Booking und Uber und Netflix, vor allen Dingen Booking.com, ein Kunde von mir. Da kann ich relativ gut Rede und Antwort stehen. Wenn Sie da ein weiteres Interesse dran hätten, kommen Sie einfach auf dem Stand vorbei, dann können wir das diskutieren. Booking ist auch deswegen interessant, weil die tatsächlich wirklich mal mit einem Server angefangen haben. Und die sind dann über die Jahre, mittlerweile ist das eine Firma mit einigen tausend Mitarbeitern, auch ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft unterwegs sind und tatsächlich machen die im Großen und Ganzen zwei Datenbanken. Eine von denen ist MySQL, das andere an dieser Stelle wäre Cassandra. Uber, genau dasselbe wie Facebook, eine amerikanische Firma, interessiert mich nicht so richtig dolle. Uber war aber ganz fleißig damit zu blocken, warum sie MySQL einsetzen. Und der
Eric Smith von Uber, den, soweit ich das weiß, hat da einen entsprechenden Videopodcast auch drüber gemacht. Ist vielleicht ganz interessant, dass man sich das mal anschaut. Netflix als Kunde kennt man die, aber mehr auch nicht. Spannend wird es bei den sogenannten SaaS-Anbietern, Software-Service-Anbietern, weil, wie Sie vielleicht wissen, die meisten von denen sind Mitbewerber zu Oracle, Workday und ServiceNow. Nichtsdestotrotz werden die eigentlich auch nicht müde zu erwähnen, dass sie MySQL einsetzen. Und das ist für uns aus MySQL-Sicht natürlich super spannend. Die andere Orgel mag das vielleicht nicht so, aber für uns ist das so ganz gut. Und auch die sind eigentlich ganz aktiv dabei, immer wieder zu schreiben, warum MySQL eine sehr, sehr gute Datenbank für die ist. Ganz interessant ist der ganze Finance-Bereich, der ganze Finanzsektor. Der ist im Moment so ein bisschen im Umbruch. Es gibt da mehrere Applikationen im Trading- und im Bankenbereich, ganz vorne dran Zinnober. Kennt man wahrscheinlich als Privatanwender nicht. Ich kannte sie zumindest nicht. Aber auch da gibt es jetzt entsprechende Zertifizierungen. Und das ist eigentlich immer wieder dasselbe Bild. Nicht? Oracle wird supported, an dieser Stelle Microsoft wird supported und MySQL ist im Regelfall immer so die große dritte Datenbank. Dementsprechend viel Einzug sieht man in den letzten Jahren MySQL in dem Bankenumfeld. Ich sag mal, vor 5, 6, 7 Jahren, wo MySQL noch bei Sun Microsystems gewesen ist, wäre das vielleicht so nicht möglich gewesen, aber mit Oracle im Hintergrund ist das ganz gut. Und last not least, Cloud-Anbieter. Sie kennen Amazon bestimmt, Sie kennen auch bestimmt die Google Cloud und Sie kennen auch Alibaba Cloud. Da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Da gibt es noch Rackspace an dieser Stelle, da gibt es die T-Systems. Ich habe gesehen, die Deutsche Telekom hat auch einen Stand hier. Im Regelfall finden Sie da auch immer wieder MySQL. So, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das aufgebracht? Es geht ja um MySQL 8. Da muss man jetzt so ein bisschen verstehen, das sind im Großen und Ganzen, wie gesagt, Kunden von MySQL, von Oracle. Und dementsprechend versuchen wir natürlich auch ein Produkt zu bauen, was auch deren Needs sind. Jetzt, bevor wir in MySQL 8 eingehen, vielleicht nochmal ganz kurz, was machen Kunden mit MySQL? Und ich sage mal diesen ersten Punkt, ich glaube, den kann ich mir sparen. MySQL ist eine relationale Datenbank, Asset Compliant, das kennen Sie alles, hat sich die letzten 10 Jahre nicht geändert. Das nehmen Sie mir, glaube ich, ab, dass das MySQL kann. Beim zweiten Punkt werden Sie vielleicht schon so ein bisschen stutzig und sagen, naja, also Key-Value-Store-Datenbank, da verwenden wir Redis oder irgendwas anderes. Ja, aber auch tatsächlich hier, MySQL seit Version 5.6 kann über ein sogenanntes Memcached-Plugin betrieben werden. Und da würden Sie sagen, ja, das sind jetzt exotische Anwendungsfälle oder sowas. Und da hätte ich Ihnen wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren noch recht gegeben. Bis ich dann tatsächlich Mark Callahan kennengelernt habe von Facebook, diese Facebook-Installation, die ich eben gerade erwähnt habe, die basiert tatsächlich auf einem Key-Value-Store-Ansatz von MySQL. Die verwenden tatsächlich keine relationalen Datenbanken, was man vielleicht erwartet hätte. Booking.com, ich sage dann immer, weil es auch mein Kunde ist, Booking.com, die Installation ist größer wie Facebook. Ob das wirklich so genau ist und welche Instanzen man da zählt, lassen wir mal beiseite. Das sind beide sehr große Installationen, die beziehen tatsächlich ihre Daten in erster Linie auf einem relationalen Datenbankmodell. Was aber jetzt ganz neu dazu gekommen ist, ist der sogenannte Document Store. So ganz 100% neu ist das nicht. Das gab es im Release 5.7 auch, die sogenannten JSON-Daten, die als, eigenes Textfeld schon unterstützt wurden. Und dann gab es sogenannte Labs-Releases. Wir werden gleich über die Labs-Releases nochmal sprechen. Genau genommen ist es so, Document Store ist ein offizielles Feature des Releases MySQL 8 und auch des Releases 5.7. Aber es ist tatsächlich erst ein offiziell supportedes Feature, seitdem MySQL 8 rausgekommen ist, auch für das Release 5.7. Der Hintergrund an dieser Stelle, ich hatte eben DB Engines Ranking erwähnt, da steht MySQL relativ gut da. Wenn man aber mal einfach guckt, was sind denn so die schnellst wachsenden Technologien, da muss man einfach sagen, dass die relationalen Datenbanken relativ statisch sind. Da tut sich nicht mehr so arg super duper viel. Während die großen Zuwächse sind tatsächlich im Key Value Store und im Document Store Bereich zu sehen und da möchte man aus MySQL sich natürlich mitreden können. Deswegen Document Store, da werde ich dediziert drauf eingehen in MySQL 8. Wenn Sie mich so fragen, was sind die zwei großen Neuerungen in MySQL 8, dann würde ich sagen, auf der einen Seite ist es das Data Dictionary und auf der anderen Seite ist es das Document Store. Und hier muss man jetzt im Hintergrund haben, also ganz viele Kunden verwenden, wie gesagt, MySQL aus relationaler Datenbanksicht, das ist okay. Aber so die neuen Bereiche, die coolen Bereiche, die sexy Bereiche sind tatsächlich die zwei anderen. Und vor allem der Document Store Bereich, der ist neu. Ob man MySQL wirklich verwenden kann, um Mongo zu ersetzen, würde ich mal sagen, das sind wir noch nicht. Da gibt es Einschränkungen. Ich gehe auf die Einschränkungen auch nachher noch mal kurz ein. Aber so ganz viele Anwendungsfälle kann man an dieser Stelle schon machen.
Gut, das ist dieses Memcache-Plugin, was ich erwähnt hatte. Wie gesagt, da gibt es einige Kunden, die das einsetzen. Wenn man sich so mal so die klassischen Applikationen anschaut für MySQL Content Management Systeme, Typo3, Drupal, WordPress und Co., die verwenden das alle nicht. In dem Moment, wo es aber um Eigenentwicklungen in den Firmen geht, findet man dieses Memcache-Plugin relativ schnell und relativ oft vor. So, was ist der große Vorteil an dieser Stelle? Kann man eigentlich reduzieren auf einen Punkt. In dem Moment, wo ich eben kein klassisches SQL mehr verwende, auf MySQL zuzugreifen, also wo ich diesen ganzen Overhead der Intelligenz und des Parsens und so ein bisschen außen vor lasse, ist MySQL schneller. So, und das Interessante an dieser Stelle ist, es ist etwa Faktor 10 bis 15 mal so schnell. Das erklärt vielleicht an dieser Stelle auch, warum Facebook relativ früh aufgesetzt hat auf MySQL. Und das erklärt vielleicht auch, wenn man sich mal die Ausrichtung von Facebook anschaut, wie gesagt, die sind da relativ offen und schreiben entsprechende Blogs dazu. Die verwenden die sogenannten MyRock Storage Engine, die bewegen sich an dieser Stelle von InnoDB ein bisschen weg. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen der Hintergrund. Einfach mal im Google nachverfolgen, für die, die es interessiert. So, kommen wir jetzt zu MySQL 8. So, und wenn wir jetzt über MySQL 8 reden, dann sollten Sie im Hinterkopf haben, also das ist halt nicht mehr irgendwie so die kleine Startup-Datenbank, die es vielleicht vor 10, 15 Jahren auch schon nicht mehr war. Aber es wird halt immer noch so ein bisschen aufgefasst. Tatsächlich ist es so, dass MySQL 8 in den verschiedenen Industrien, in den verschiedenen Web-Entities mittlerweile sehr, sehr populär ist. Und die versuchen wir natürlich nach wie vor zu adressieren. MySQL 8 war relativ lange in der Entwicklung. Wir kommen gleich auf die Historie dazu sprechen, also etwas länger wie 3 Jahre. Es wurden etwa 400 Worklogs gefiled. Worklog heißt, das ist ein Request aus der Community oder aus kommerziellen Verträgen. Und die werden im Regelfall sehr schön publiziert auf dev.mysql.com. Wenn Sie da drauf gehen, können Sie einfach gucken, was sind so die Worklogs, also was sollte in den nächsten Jahren passieren. Da gibt es entsprechende Kommentare. Da kann man relativ einfach ableiten, wo wird es mit den nächsten MySQL-Releases hingehen. Wie gesagt, die sind public. Und natürlich haben wir jede Menge Bugs gefixt. Ich glaube, das ist so Bestandteil jedes Releases, genauso wie dann auch die Benchmarks, die später noch kommen werden. So, jetzt muss man aber dazu sagen, MySQL 8 ist also ein Bestandteil unseres Produktportfolios. Es ist ein ganz essentieller Bestandteil, aber da hängt eine ganze Menge hinten mehr dran. Also ganz vorne an dieser Stelle sind die Clients und die ganzen Konnektoren, die Sie kennen. Also die ganzen Java-Konnektoren, .NET, Ruby, Perl, Python, das .NET Entity Framework und so weiter und so fort, die sind alle mit abgedatet worden. Das Gleiche an dieser Stelle, Workbench, ich weiß nicht, ob Sie die Workbench verwenden. Workbench ist so dieses Client-Tool, für die Kunden, die keine Kommandozeile verwenden. Ich höre dann immer, ja, das verwendet eh keiner. Also ich kenne die Downloadzahlen an dieser Stelle. Also das verwenden ganz, ganz, ganz viele Kunden. Und auch Kunden, die ich sagen würde, die sich sehr, sehr gut mit MySQL 8 auskennen, ich bleibe jetzt an dieser Stelle mit Booking, haben einige tausend Installationen von der Workbench laufen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Produkt gewesen. Dann gibt es die ganzen Docker-Images MySQL, sowohl die Version 5.6, 5.7 und als auch die Version 8 laufen natürlich unter Docker. Auch die sind an dieser Stelle entsprechend mit abgedatet worden. Also Sie sehen schon, wir verwenden eben nicht nur das klassische MySQL, sondern da gibt es eine ganze Menge mehr. Und es gibt auch diese ganzen Commercial Extensions, auf die ich nicht groß eingehen werde in dem Vortrag. Da gibt es Backup, da gibt es Monitor, da gibt es die ganzen Security Plugins. Auch die sind halt im Großen und Ganzen alle überarbeitet und ich sage an dieser Stelle einfach mal ausgemistet worden. Das ganze alte Zeug ist ausgemistet worden und ist auf Latest und Greatest gebracht worden. Es ist eben nicht nur MySQL 8, sondern es sind noch ganz, ganz, ganz viel mehr Produkte. Jetzt MySQL 8 ist raus und das Erste, was man jetzt so ein bisschen verstehen sollte, was heißt das? Was heißt das aus der MySQL, was heißt das aus der Oracle-Sicht? Wir folgen hier die sogenannten Oracle Coding Guidelines. Das heißt, wenn ein Produkt released wird, dann steht es für 5 Jahre als sogenanntes Premium-Produkt zur Verfügung. Und dann sollten Sie wissen, nach den 5 Jahren gibt es das sogenannten Extended Support, 3 Jahre. Warum bringe ich das hier auf? In diesen 8 Jahren, 5 und 3 Jahren, wird MySQL von Oracle unterstützt. Das heißt, Oracle hat entsprechende Verträge mit entsprechenden Firmen, zu sagen, okay, wir liefern da Bugs, Bugfixes, wir liefern Hotfixes, wir liefern Updates, wir liefern, 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 liefern. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch gehabt, da kommt so dieser Klassiker, naja, also Oracle wird ja wahrscheinlich die Entwicklung von MySQL irgendwie entschleunigen. Die werden gucken, dass MySQL, ich sag mal so, in dem Produkt bleibt, wo es ist und dann auf der anderen Seite werden sie das große Oracle-Datenbank-Produkt pushen. Ich habe da keinen Hintergrund, ich kann das nicht groß kommentieren, ja.
De facto ist, wir sind halt immer wieder mit neuen Releases rausgekommen. Die Entwicklung hat sich tatsächlich deutlich beschleunigt. Es gibt ganz, ganz viele Entwickler, die wir zusätzlich eingestellt haben. Was aber definitiv ist, und ich sehe gerade, hier ist ein kleiner Fehler, das tut mir leid, in den nächsten 8 Jahren, also bis April 2026, wird Oracle mit dem Produkt erstmal groß gar nichts machen können, weil wir tatsächlich gesetzlich verpflichtet sind, entsprechende Updates und Patches zu liefern. Also auch wenn Oracle irgendwas Böses vorhätte mit MySQL, was ich wie gesagt nicht glaube und was auch nicht sichtbar ist, also bis 2026 ist erstmal Ruhe. Danach gibt es den sogenannten Sustaining Support, danach liefern wir tatsächlich dann nur noch Support, wir liefern keine Updates und keine Patches mehr. Gut, wie sieht die Release-Strategie aus? Auch die hat sich eigentlich, seitdem Sun Microsystems von Oracle übernommen wurde, nicht wirklich geändert. Also wir liefern ein großes Release, so jedes zweite bis dritte Jahr. Und dann gibt es die sogenannten Minor-Releases. Sie wissen vielleicht, wir liefern als solches keine Patches für MySQL aus. Es gibt immer das Binary, also ein vollständiges Release von MySQL. Und die kommen jedes Quartal raus. Da gibt es die sogenannten CPU, Critical Patch Update Dates. Das ist alles sehr Oracle-lastig. Ich weiß, das kommt nicht immer so super doll an. Aber wenn es jetzt um die Planung geht, wann kommt denn das nächste Maintenance-Release von MySQL raus? Ist es eigentlich sehr hilfreich? Auch hier wieder geben Sie einfach mal in Google ein, CPU Days Oracle. Und dann sehen Sie, dass im Oktober, 16. Oktober, das nächste Release rauskommt. Das betrifft dann eben die Produkte, die alle unterstützt sind. Das ist Stand heute, Release 5.6, 5.7 und 5.8. Und da gibt es entsprechende Patch-Updates, Patch-Clusters dazu. Das ist das, was man dann auch in Heise oder in anderen Artikeln immer wieder liest. Das sind diese Tage, wo die Patches rauskommen. Und gleiches eben auch für das MySQL 8. Gut, jetzt MySQL 8, wie ist es entwickelt worden? Wie läuft überhaupt die Entwicklung? Wie Open Source ist es? Wie Closed Source ist es? An dieser Stelle, ich beziehe mich jetzt immer auf MySQL 8, es fängt eigentlich immer an mit einem Labs Release. Es gibt eine super tolle Idee, wo MySQL 8 oder wo das nächste MySQL Release hingehen sollte. Und dann gibt es erstmal dieses Labs Release. Wir stellen typischerweise die Labs Release auch hier wieder als Code zur Verfügung, als Open Source Code und als Binary zur Verfügung. Typischerweise finden Sie das dann auf GitHub mittlerweile. Ja, und da steht dieses Labs Release, ich sage einfach mal banal, eine Zeit lang zur Verfügung. Wir sammeln dann entsprechendes Feedback ein. Und wenn eine Funktionalität XYZ tatsächlich einen gewissen Reifegrad hat, dann geht es in den sogenannten Main Trunk rein und dann gibt es die sogenannten DMRs, Development Milestone Releases. Da gibt es dann eine ganze Menge davon. Und wenn Sie dann also sehen, bleiben wir jetzt einfach bei dem Release 8. Das Release 8 stand heute, Release 8.0.12. Dann gibt es tatsächlich 12 Update-Zyklen für dieses Produkt. Und jedes neue DMR hat neue Funktionalitäten und hat einen gewissen Reifegrad. Nach den DMRs gibt es dann die sogenannten Release-Kandidaten, Release-Kandidat 1 und 2 und dann kommt irgendwann das sogenannte GA-Produkt. Jetzt MySQL 8 gibt es als Community Edition und als kommerzielle Edition und ich hatte schon, ups, na, da fehlt doch was. Okay, fehlt nichts. Okay, ich hätte erwartet, dass hier noch was steht. Und dann hatte ich gesagt, es gibt die Community, es gibt die kommerzielle Edition. Ich hatte schon gesagt, ich gehe nicht groß auf die kommerzielle Edition von MySQL 8 ein. Aber die Frage kommt natürlich, wo ist da der Unterschied? Also wo unterscheidet Oracle dann da an dieser Stelle? Und dann sage ich eigentlich immer, naja, also wenn diese CPU-Dates raus sind, also wenn es tatsächlich ein Release 8.0.12, das gab es irgendwann Ende Juli, rausgekommen ist, und dann machen Sie halt einfach mal einen Diff auf die Binaries, dann sehen Sie ja, wo die Differenzen sind. Und genau genommen sind da heute mit Release 8 ist ein Unterschied, die Community-Version ist die GPL, GPL V2, und die kommerzielle Extension ist halt irgendeine Oracle-Lizenz. Und das war's. Im Release 5.7 gab es noch eine große Unterscheidung, die ganzen SSL, Encryption, die ganzen Libraries, die wir verwendet haben, waren auf Basis von YASL, während die kommerziellen Extensions waren auf Basis von OpenSSL. Und Sie werden jetzt dann gleich sehen, wenn wir über Security sprechen, in MySQL 8 ist alles auf Basis OpenSSL Verschlüsselung etabliert. Das ist es eigentlich. MySQL 8 ist in der Community, in der kommerziellen Extension identisch. Wenn ich dann Anrufe bekomme, naja, ich möchte auf die kommerzielle Version von MySQL 8 gehen, weil das skaliert besser. Also die skalieren genauso, es ist derselbe Code. Oder es hat, es ist security-technisch einfach, ja, also mal ganz grundsätzlich, wir verwenden hier OpenSSL, das ist dieselben Verschlüsselungsmethoden. Das Geschäftsmodell von Oracle an dieser Stelle ist tatsächlich den Support verkaufen und nicht die funktionalen Unterschiede in MySQL. Ich rede hier um die Core-MySQL-Datenbank-Funktionalitäten, da gibt es Extensions und so, diese Diskussion kenne ich. Nur wir reden jetzt erstmal wirklich über Core-MySQL.
Gut, jetzt hatte ich gesagt, das fängt alles an mit einem Labs-Release und dann kommen die DMRs und dann kommt irgendwas, das Release. Also tatsächlich hat es angefangen im Oktober 2014, also es war tatsächlich länger wie 3 Jahre gewesen, die Entwicklung. Und wir haben hier mit dem Data Dictionary angefangen. Ich hatte schon gesagt, Data Dictionary ist eine der Kernkomponenten des neuen MySQL 8. Wir gehen da gleich noch in der Tiefe drauf ein. Und dann gab es eigentlich regelmäßig Updates im Labs, dann gab es ganz viele andere Labs-Releases für Document Store, für X-Shell und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ganz große an dieser Stelle war das Data Dictionary für MySQL 8. Dann gab es da die verschiedenen Update-Zyklen und ja, nicht Stand heute, sondern Stand Juni sind wir tatsächlich mit MySQL 8.0f, Stand April 2018 sind wir mit MySQL 8.0f dann public gegangen. Da ist ein sogenannter CPU, Critical Patch Update Date, schon dazwischen. Im Juli war das gewesen. Stand heute sind wir bei dem Release 8.0.12 und das betrifft tatsächlich eben nicht nur, wie gesagt, MySQL 8, sondern alle anderen anhängenden Produkte an dieser Stelle auch. Gut, jetzt, wo sind die Kernunterschiede mit MySQL 8? Sie haben gesehen vorhin irgendwie 400 Worklogs, genau genommen sind es mittlerweile sogar über 500 und kann man natürlich jetzt über jedes Worklog hat jedes Worklog hat irgendwo eine Daseinsberechtigung. Also an dieser Stelle nicht falsch verstehen, aber ich habe einfach mal so versucht, die für mich großen Dinge, die ich sag mal auch so für die große Breitheit vielleicht interessant sind, zusammenzufassen und fange an dieser Stelle hier an mit dem Data Dictionary. Also was ist der Hintergrund? In MySQL 5.7, zwischen Version 5.7 und 8 gab es kein weiteres Release. Man hat entschieden, MySQL 8 zu benennen, um darzustellen, es sind viele große Änderungen, unter anderem das Data Dictionary, auch im Code selbst, etabliert worden. Und in MySQL 5.7, wenn Sie eine Table hatten, ja, dann war ja immer so dieses ganz Klassische, ne? Es gab dieses IBD-File und dann gab dieses FRM-File. Die ganzen beschreibenden Daten des InnoDB-Files war tatsächlich noch auf Basis von MyESAM etabliert. MyESAM, InnoDB, mal ein kurzes Handzeichen, wer kennt MyESAM an dieser Stelle? Okay, gut. Alles, was Sie über MyESAM kennen, es ist nach wie vor noch da. Es ist eine optionale Storage Engine, aber intern verwenden wir technisch gesehen aus MyESAM-Sicht nichts mehr. Und genau genommen ist das das neue Data Dictionary. Also alles, was irgendwie in FRM und alles, was in MyESAM gespeichert wurde, läuft jetzt als Data Dictionary in der InnoDB-Table. Die ist irgendwie unten drunter versteckt. Sie sehen sie auf Anhieb nicht. Sie können aber MySQL im Debug-Mode starten und dann haben Sie die entsprechende Information. Dieses Data Dictionary bringt im Prinzip die ganzen Vorteile, die InnoDB als Storage Engine mitbringt, eben automatisch mitbringt. Also man sieht, es ist crash-safe und alle DDL-Statements sind jetzt eine Internal Atomic, eine InnoDB-basierte Transaktion. Auch ein schöner Punkt ist, dass diese Beschreibung, die Beschreibung durch das MyESAM-File, die Beschreibung durch dieses FRM-File jetzt letztlich wegfällt. Also wenn ich jetzt tatsächlich eine InnoDB-Table habe, habe ich nur noch dieses eine File, was auch automatisch heißt, in dem Moment, wo ich auf eine InnoDB-Table zugreife, habe ich tatsächlich jetzt nur noch einen File-Access, während vorher waren es genau genommen zwei. Und alle Korruptionen, die auf Basis von diesem FRM-File denkbar gewesen wären, in der Praxis muss man sagen, war das ein eher theoretisches Konstrukt, sind jetzt nicht mehr denkbar, weil es ist halt nicht mehr da. Wir basieren jetzt tatsächlich auf InnoDB. Ganz ehrlich gesagt, man kann da jetzt lange drüber reden und so sollte es sein, so soll es eigentlich auch schon lange sein, aber was war jetzt der Beweggrund? Was war dieser Beweggrund für dieses Native Data Dictionary? Und da würde ich mal sagen, gibt es zwei Gründe. Das erste ist die Performance. Tatsächlich war diese Beschreibung durch dieses MyESAM-File eine der Limitierungen gewesen, um auf das nächste Level zu skalieren. Und das zweite war tatsächlich, dass es mittlerweile Kunden gibt, die sehr, sehr, sehr große, sehr, sehr, sehr viele Tables in MySQL abgelegt haben. Und jetzt hatte ich gerade gesagt, so eine Table wird im Regelfall beschrieben durch zwei Files. Das heißt, wenn ich einfach mal ein paar hunderttausend Files habe, dann habe ich ein paar hunderttausend Files mal zwei als potenziellen File-Handle gehabt. Das war tatsächlich die Limitierung gewesen und das ist jetzt weg. Also Sie können tatsächlich mit MySQL sehr, sehr viel mehr Tables adressieren wie früher. Ob es jetzt wirklich eine Million sind, lasse ich mal da ein bisschen hingestellt. Ich denke, das ist eh nur theoretische Art und theoretische Natur, diese Diskussion. Und wie gesagt, die Performance, die schauen wir uns dann an dieser Stelle gleich nochmal an. Also wie gesagt, linkes Bild ist alt, neues Bild ist neu. Sie können es wahrscheinlich gar nicht so gut lesen, aber Sie sehen hier dieses ganz klassische World-Beispiel, was wir hier hatten, also City, Country und Country Language. Und tatsächlich wurde die in dem alten System immer noch durch einen FRM-File beschrieben. Rechtes Beispiel, selbe Datenbank, selber Import, allerdings gibt es eben nur noch diese drei, also die Potential File Handling sind deutlich reduziert.
an dieser Stelle gar nichts groß geändert. So, jetzt hatte ich schon gesagt, Skalierung, das ist das große Ding. Und jetzt schließt sich vielleicht so diese erste Lücke. MySQL 8 ist unter anderem halt eben gebaut worden, um sehr, sehr große Daten, zum Beispiel für eine Facebook und zum Beispiel für eine Booking handeln zu können. Wer hat ein bisschen so einen Hintergrund, Statistik, Sysbench, sonst so Skalierungen? Ich bin da immer ganz vorsichtig, weil diese Bilder ganz schnell so was Falsches implizieren. Und tatsächlich ist ein Kollege von mir da auch auf ein Beispiel reingefallen, der hat gesagt, ich nehme einfach mal eine alte Version von 5.7 und tatsächlich hat er nicht mal die neueste Version von 5.7 genommen, sondern irgendwie, was weiß ich, Version 5.7, 10, 11, 12 und hat das neue MySQL 8 genommen und hat dann da sein MySQL S-Lab drüber laufen lassen und hat gesagt, ja, das ist ja ein Desaster. Also MySQL 8 ist ja viel, viel, viel langsamer wie das MySQL 5.7. Und genau genommen hat er auch recht. Das war tatsächlich so gewesen. Er hat aber halt nicht Äpfel mit Äpfel verglichen. Es kam halt eine ganze Menge mehr mit MySQL 8 mit. Ne? Binlogs laufen automatisch mit, über UTF-8 werden wir noch reden. Ganz, ganz viele andere Dinge, die tatsächlich alle so ein bisschen Performance kosten. Verschlüsselung läuft automatisch mit. Und das hat er halt nicht berücksichtigt. Und deswegen sage ich, also diese Sysbench muss man aufpassen. Genau genommen, wenn Sie MySQL 5.7 oder MySQL 8 in einem, ja, ich sag mal, einfachen Anwendungsfall einsetzen. Einfacher Anwendungsfall heißt so im Bereich von, weiß ich nicht, 15, 20 parallelen Connections. Da kommen Sie mit einem normalen Content-Management-System wahrscheinlich schon gar nicht mehr hin. Da werden Sie keine großen Performance-Unterschiede sehen. Es gibt so einen Tricker, UTF-8, komme ich wie gesagt nachher noch drauf. Tatsächlich wird das eine ganze Ecke schneller sein mit MySQL 8, by default, ohne dass Sie irgendwas getuned haben. Aber wenn Sie wirklich so einen 1-zu-1-Vergleich machen, dann sehen Sie eigentlich wirklich erst signifikante Unterschiede zwischen den MySQL-Releases, so ab vielleicht 50, 60, 70 Connections. Für ganz, ganz, ganz viele Anwendungsfälle braucht man das schon gar nicht mehr, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber für den Anwendungsfall Booking und Facebook und Twitter und wie die alle heißen, da wird es natürlich spannend. Die haben stellenweise einige tausend Connections und da verhält sich MySQL tatsächlich eine ganze Ecke besser wie die ganzen älteren Releases. Also da kommt es her. Wenn Sie also so einen Vergleich sehen im Internet, gibt es ganz, ganz viele. Und dann werden irgendwelche solche Kleinstsysteme getestet. Zwei virtuelle CPU-Cores mit 1 GB Arbeitsspeicher und so. Da hatte unser Performance-Ingenieur Dimitri hatte dann gesagt, naja, also mittlerweile meine Apple Watch hat mehr virtuelle CPUs, als sie zum Testen verwendet haben. Ja, also da muss man an dieser Stelle aufpassen. Also MySQL 8 ist gebaut worden für sehr große Installationen. Im Umkehrschluss läuft das auch mit kleineren Installationen, aber wenn Sie so 1-zu-1-Comparisons machen, wenn es um Performance geht, muss man an dieser Stelle einfach ein bisschen aufpassen. Und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich einfach. Wir warten da gar nicht bis zum Schluss. Ja? Gut, Security. Also der Bereich der Security, der wurde großflächig abgedatet. Transport Encryption by Default, also SSL. In früheren Versionen von 5.7 war das noch nicht der Fall. Mit MySQL 8 kommt das jetzt alles per se. Also wenn Sie sich mit MySQL 8 verbinden, haben Sie ein generiertes Zertifikat. Mit diesem generierten Zertifikat werden die Daten verschlüsselt. Ich hatte eben gesagt, und mein Kollege hatte dann eine alte Version von 5.7 genommen und hatte das dann getestet und hat gesagt, ist ja viel schneller wie MySQL 8. Also dieses Enable SSL bei 5.7 oder dieses Disable SSL bei Version 8 hat er einfach vergessen, sollte man der Fairness halt aber mit betrachten. Dann hatte ich schon gesagt, in der Version 5.7, die Libraries, die wir verwendet hatten, in der Community war das YASL, in der kommerziellen Version war das OpenSSL. Diese Unterscheidung ist weg. Wir verwenden tatsächlich nur noch OpenSSL in beiden Versionen. Das kann eine sehr wichtige Sache werden. Wir haben ja dieses Passwort GDPR, General Data Protection Rules, mit dem sind Sie mit Sicherheit auch schon konfrontiert worden. Da gibt es dann ganz viele Beschreibungen, wie Prozesse ablaufen sollten und welche Verschlüsselungen und hier und da und hopp. Und vielleicht an dieser Stelle mal, also alles, was TLS 1.2 einfordert, braucht tatsächlich OpenSSL. Und wenn TLS 1.2 oder höher gefordert ist, müssten Sie tatsächlich, wenn Sie die Community-Version einsetzen, auf MySQL 8 gehen, weil in der Version 5.7 von MySQL müssten Sie die kommerzielle Version verwenden. Oder Sie kompilieren sich die eigene Version, was auch ganz viele Kunden machen. Und by default verwenden wir jetzt die sogenannte SHA-256-Authentisierung. Ist super secure, hat aber einen riesen Nachteil. Wenn Sie heute eine Standardapplikation haben und Sie jagen die auf MySQL 8, in den allermeisten Fällen wird die Authentisierung fehlschlagen. Das heißt, entweder Sie disablen das wieder auf MySQL 8, das wäre die Quick and Dirty Version, Disable SHA-256 oder Legacy Mode, dann wird Ihre Applikation laufen. Oder die bevorzugte Version, Sie updaten Ihre Connector, Sie stellen Ihre Connector dahingehend um, dass SHA-256 unterstützt wird, weil damit wären Sie an dieser Stelle einfach sicher. Ist ein Security-Feature,
Aber mal, ich sag mal jetzt mit der Erfahrung von ein paar Monaten, ist mit Sicherheit auch das Feature, was ganz viele Kunden davor abhält, auf MySQL 8 zu gehen, weil die Applikation, die sie haben, im Regelfall erstmal nicht mit MySQL 8 zusammenarbeiten wird, außer sie ändern das. Das ist ja dann immer so der Punkt. Ja? Wenn der DBA das hat, heißt ja nicht, dass der Applikationentwickler das automatisch mitentwickelt. Da muss man aufpassen an dieser Stelle. Gut, dann gibt es eine Funktionalität, Security Roles. Ja, die hatten wir eigentlich schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gewollt. In MySQL 8 ist sie jetzt drin. Ich glaube, auf das Thema Security-Rollen brauche ich nicht groß einzugehen. Sie können eben Rollen definieren in MySQL 8 und auf Basis von diesen Rollen kriegen Sie dann gewisse Zugriffsrechte auf eine MySQL-Datenbank. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht groß zu vertiefen. Security-Rollen, das kennen Sie von, weiß ich nicht, Microsoft, von anderen Produkten an dieser Stelle natürlich auch. Gut, was hat sich noch alles geändert? Sie können ja mit MySQL 8 auch die Datenbank verschlüsseln. Jetzt sind wir an dieser Stelle da ein bisschen einsilbig in der Dokumentation. Wir reden von Transparent Database Encryption in MySQL 8. In der kommerziellen Extension, wenn Sie mit echten Key-Management-Lösungen, mit einem Oracle Key Vault oder mit einem Amazon oder anderen Technologien arbeiten, tatsächlich stellen wir aber eine ganze Menge an Keyring-Plugins zur Verfügung. Sie können also zum Beispiel auch lokale Keys, die Sie in irgendeiner Art und Weise schützen, verwenden. So, das Thema Verschlüsselung ist ein großes geworden. Jeder möchte seine Daten natürlich verschlüsselt haben. Das gilt für MySQL 8 eben auch. Jetzt muss man aufpassen. Also gerade wenn es um das Thema Replikation geht oder wenn es um das Thema Hochverfügbarkeit geht, Stand heute beißt sich das ein bisschen, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil viele der Logs, die wir verwenden, zum Beispiel für die Replikation, sind Stand heute nicht mitverschlüsselt, auch wenn sie mit entsprechenden Verschlüsselungsmethoden arbeiten. Das heißt, auf der einen Seite haben sie eine TDE, eine Transparent Database, die super duper verschlüsselt ist, dann fangen sie aber mit Replikation an und die ganzen Daten im Release 5.7 zum Beispiel waren dann in den ganzen Undo, Redo, Binary Logs eben im Klartext. Gut, das ist nur ein Subset der Feature, von der Seite okay. Nichtsdestotrotz, das war natürlich irgendwo ein Ärgernis. Das ist immer noch ein Ärgernis in MySQL 8, aber es ist schon mal eine ganze Ecke besser geworden, weil die Redo-Logs und die Undo-Logs letztlich schon verschlüsselt werden können. Die Binary-Logs stand heute an dieser Stelle nicht. Wir gehen nachher dann auch auf zukünftige Versionen von MySQL 8 ein. Man, es ist ganz klar, dass daran gearbeitet wird, aber das ist halt eine größere Sache. Dementsprechend dauert es. Nichtsdestotrotz, viele von den Logs werden mittlerweile mitverschlüsselt. Wenn Sie keine Replikation Client-Cluster haben, ist das tatsächlich auch schon ein echt verschlüsseltes System. Da kommt man schon sehr, sehr, sehr weit mittlerweile. Einfach mal ausprobieren. Gut. Eine weitere große Änderung, wer hat denn eine DBA-Rolle hier? Also wer ist wirklich so klassisch DBA und wer ist Admin und wer, also DBA? Wer ist Entwickler? Okay, also ich sag mal, die Hälfte ist Entwickler, ein DBA und der Rest ist dann wahrscheinlich Admin, sage ich jetzt einfach mal so. Gut, für den DBA-Admin, tut mir leid, die Neuigkeit ist tatsächlich MySQL Shell. Es gibt jetzt eine eigene Shell, diese MySQL Shell kann verwendet werden, um mit MySQL zu arbeiten. Da gibt es drei Modi, JavaScript, Python und SQL. Die kann man dann sehr, sehr schön wechseln, diese Modi. Und ich kann tatsächlich nativ Python oder JavaScript-Code ausführen. Gerade wenn es um das Skripten von MySQL geht, ist es eine super Sache. Gerade wenn man Python an dieser Stelle zum Beispiel kennt, kann man das wahnsinnig gut mit implementieren. Macht viel Spaß. Sieht auch, wenn man das mal so sieht, schon ein bisschen anders aus. Ich kriege den Connection-Port mit. Ich sehe, welchen Mod ich verwende. Ich sehe die Datenbank mitgeliefert. Also es ist einfach ein neuer Klasse. Mit diesem MySQL Shell können Sie auf 5.7 und auf MySQL 8 zugehen, während andersrum die ganzen Entwickler, Sie können die MySQL Shell verwenden, um nativ Code auszuführen. Dementsprechend einfach kann man Programme um MySQL drumherum schreiben. Gut, was aber noch dazu kommt, ist, dass es jetzt tatsächlich eine neue Zugriffsmöglichkeit auf MySQL 8 gibt. Also es gibt diesen ganz klassischen SQL-Zugriff. Na, wo ist es denn? Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Es gibt diesen ganz klassischen SQL-Zugriff auf MySQL, den kennen Sie alle über entsprechende MySQL-Konnektoren. Und jetzt gibt es tatsächlich ein neues Protokoll, das sogenannte X-Protokoll, was über sogenannte CRUD und SQL-APIs auch auf MySQL zugreifen kann. Stand heute unterstützen wir dann Node.js, Python, Java und .NET. Noch nicht alle Konnektoren, das ist noch alles in der Mache an dieser Stelle. Aber tatsächlich können Sie über dieses X-Protokoll nativ auf MySQL zugreifen. Gut, es gibt jetzt den sogenannten Document Store. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Dieser Document Store wird
Dieser Document Store wird nativ in MySQL 8 und in der Version 5.7 unterstützt. Ja, was ist da jetzt so ein bisschen der Hintergrund? Also die DBA-Sicht auf die Daten ist ja oft die, wir haben also hochgradig normalisierte Tabellen, die dann über entsprechende Constraints verknüpft werden und alles super klasse. Allerdings ist die Entwicklersicht vielleicht da an dieser Stelle ein bisschen einfacher. Tatsächlich ist die Datenhaltung nicht in irgendwelche normalisierten Tabellen abgelegt, sondern tatsächlich habe ich hier die sogenannten JSON-Data so als bevorzugtes Modell. Das erklärt auch so ein Stück weit, warum zum Beispiel Mongo als Datenbank sehr, sehr populär geworden ist, weil tatsächlich die Datenhaltung aus Entwicklersicht sehr, sehr viel einfacher ist. Und hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil viele der Vorteile, die wir hier sehen, also es ist schemaless, flexible Datenstrukturen, ich kann mit Embedded Arrays arbeiten und ich habe ja direktes natives JSON. Aus Entwicklersicht durchaus ein großer Vorteil ist, die Sache sehr, sehr einfach macht. Ich gehe aber mal davon aus, dass die meisten DBAs das gar nicht so unbedingt mögen. Die sagen nämlich gerade diese Schemaänderung, die ich auf der einen Seite hier propagiere als, hey, das ist super cool für die Entwickler, ist für die DBAs der absolute Horror. Das ist so, da muss man tatsächlich irgendwo dann einen Weg finden. Nichtsdestotrotz, Sie können tatsächlich in MySQL 8 mit nativen JSON-basierten Dokumenten arbeiten. Gut, wenn man sich das dann einfach mal anschaut, die DBA-View, ja, also dann gibt es immer dieses Create, nicht? Also das wäre dann zum Beispiel das Insert, das Äquivalent. Das heißt jetzt alles ein bisschen anders und dann gibt es die entsprechenden Read und Updates. Auch die heißen an dieser Stelle jetzt ein bisschen anders und das Delete heißt natürlich auch ein bisschen anders. Also Sie können jetzt tatsächlich mit beiden Werten oder mit beiden Wegen, mit SQL und mit dem sogenannten X-Protokoll sehr, sehr einfach auf Daten zuarbeiten und zwar sehr, sehr einfach auf klassischer SQL-Ebene und sehr, sehr einfach auf dokumentenbasierten Ebene. Der Vorteil von MySQL gegenüber anderen Lösungen ist jetzt an dieser Stelle aber, ja, wir haben hier nach wie vor noch das Modell von Transaktionen. Aus MySQL-Sicht ist es tatsächlich so, dass so ein JSON-Dokument nichts anderes wie ein Insert von, weiß ich jetzt, einem Textfeld ist. Und alles, was für dieses Textfeld definiert ist, also wenn es zum Beispiel eine ACID-Compliant-Transaktion wäre, wäre für JSON an dieser Stelle genauso valide. Alles das, was Sie von InnoDB kennen, ich sag mal im klassischen SQL-Bereich, gilt für den klassischen oder für den neuen Dokumenten Store-Bereich an dieser Stelle auch. Sie sollten keine Daten verlieren können auf Basis von JSON oder ja, auf Basis von JSON. Das ist eigentlich so dieser Punkt. Alles ist nach wie vor ACID-Compliance und wir bieten Wege, aus SQL-Sicht auf die JSON-Daten zuzugreifen oder von JSON auf die SQL-Daten zuzugreifen. Also beide Werdegänge sind hier sehr, sehr einfach umsetzbar. Bitte? Gut. Document Store. Ich hatte eingangs schon erwähnt, wenn man so MySQL 8 so mal ein bisschen aus der Distanz betrachtet, also gut, dieses Data Dictionary, das ist zwar schön, dass es alles da ist, aber ich sag mal, im alltäglichen Umfeld werden Sie nicht allzu voll, hoffentlich nicht allzu früh davon sehen, außer dass es halt besser skaliert, es sollte schneller sein, es gibt ein paar mehr Funktionalitäten, aber im Großen und Ganzen hat MySQL 5.7 auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Von der Seite, schön, dass es da ist, aber hält sich doch in Grenzen. Document Store, das ist tatsächlich was man, tja, und jetzt muss man einfach auch aufpassen, in Abhängigkeit des Landes, sehr, sehr häufig sieht. Es gibt Länder, die verwenden Document Store schon rauf und runter in dem Release 5.7 und es gibt Länder, für die ist Document Store halt irgendwie was ganz, ganz Neues. Das ist einfach jetzt eine lokale Sache. Der Punkt ist, wir unterstützen beides. Das ist die neue Sache mit MySQL 8 und ich würde mal sagen, das ist die neue Kernfunktionalität von MySQL 8. Gut. Nichtsdestotrotz, es gibt eine ganze Menge andere Änderungen und hier vor allen Dingen Änderungen im Bereich der SQL-Language. Ja, die sogenannten WIF-Queries, die Oracle oder die Microsoft kennen die schon. Das heißt also, ich arbeite hier mit einem temporären Result-Set, also nicht mit temporären Tabellen. Und auf Basis von diesen temporären Result-Sets, die ich immer wieder referenzieren kann in einer Query, erarbeite ich mit den Subsets von diesen temporären Tabellen. Das macht es in der Praxis einfacher und vor allen Dingen ja, sehr, sehr viel kompakter, Daten auszuselektieren und mit sehr, sehr langen Queries kann man sehr, sehr einfach auf verkürzte Queries reduzieren. Das ist letztlich genau die Idee von diesen WIF-Queries, von diesen Consult-Sets. Und wir unterstützen hier beide, kursive und rekursive, also ein Beispiel jetzt für eine kursive Abfrage. Also ich habe eben hier dieses Select-SN und dann referenziere ich auf dieses Select-SN und kreiere eine View auf dem ICDE und bekomme dann eben diese Daten raus. Einfach mal drüber denken, wer SQL an dieser Stelle kennt, macht an dieser Stelle einfach Sinn. Wäre mit Release 5.7 oder mit älteren Releases nicht möglich gewesen. Gut,
Andere Funktionalität ist jetzt wiederum eine Funktionalität, die primär aus dem Entwicklungsumfeld getrieben ist. Man hat ja oft so diese analytischen Daten. Das heißt also, ich habe jetzt hier irgendwie einen Vertrieb, die irgendwas verkaufen. Und tatsächlich hätte ich in MySQL 5.7 ja ganz einfach diese Abfrage erstellen können, dass ich also hier meinen Employee habe und habe tatsächlich dann die Summe über der Verkäufe dargestellt. Wenn ich jetzt aber tatsächlich beides darstellen will, ich möchte also die Summe der Verkäufe hier, also einzeln darstellen und dann in Verbindung mit der Kumulation, ja, da hätte ich dann tatsächlich schon mit einer Stored Procedure oder mit irgendwas anderem oder mit einer Temporary Table arbeiten müssen. Das kriege ich tatsächlich jetzt unter in einem einzelnen Statement über dieses Partition Order Funktionalität. Auch hier einfach mal drüber nachdenken, die Microsoft, die Oracle, die Postgres kennen. Es ist eine logische Erweiterung für MySQL, die lange, lange Zeit einfach gefehlt hat. Gut, die sogenannten Windowing Functions. Dann geht's weiter. Invisible Indexes. Das ist jetzt eher wieder so eine Geschichte für DBAs. Also MySQL und InnoDB und wenn ich dann also sehe, was dann da an Queries abgeht, man hat ja manchmal das Problem, eine Query ist nicht schnell genug oder MySQL im Generellen ist nicht schnell genug. Dann fängt man an, das so ein bisschen zu analysieren und mittlerweile sieht man eigentlich genau das Gegenteil von vor 3-4 Jahren. Vor 3-4 Jahren wurden einfach Indexes nicht verwendet. Jetzt gehe ich mittlerweile zum Kunden und dann sehe ich mittlerweile, dass egal was für eine Column das ist, da ist ein Index drauf. Ja, das ist genauso kontraproduktiv, gerade wenn es um Inserts geht. Das heißt also, mittlerweile hat man so die Herausforderung herauszufinden, welche Indexe werden denn verwendet, welche Indexe werden nicht verwendet. Kann man auf Basis Performance-Themas ganz, ganz einfach herausfinden. Ja, aber jetzt so einen Index zu löschen, ist ja jetzt so eine Operation, die kann durchaus auch kritisch werden. Und hier jetzt also diese Stelle, dieser sogenannte Invisible Index, das heißt, ich kann einen Index einfach mal ja, temporär disablen und kann gucken, wie ist das Anwenderverhalten und wenn dann tatsächlich irgend nichts Negatives passiert ist, kann ich sagen, okay, Drop Index. Die Idee, ja, so ein Index ist eine super Sache, wenn man ihn denn braucht. Wenn man ihn nicht braucht, ist eigentlich nur kontraproduktiv. Und die Idee an dieser Stelle einfach, nur die Indexe zu verwenden, die man will. Und hier habe ich jetzt ein Mittel an der Hand zu sagen, okay, ohne Risiko zu gehen, fange ich einfach mal an, so ein Disable auf inaktiv zu stellen. Und erst wenn ich dann tatsächlich keinen negativen Input sehe, kann ich tatsächlich meinen Index auch wirklich droppen. Er umgeht einfach den Optimizer. Das heißt also, es gibt die Nach. Please repeat. Oh, Entschuldigung. Die Frage war gewesen, was passiert genau, wenn ich so einen Index auf Invisible stelle? Ich muss die Frage wegen der Kamera wiederholen. Ja, und die Frage war, der wird tatsächlich vom Optimizer als nicht sichtbar erachtet. Das heißt also, dieser Index ist nach wie vor noch da, er wird auch nach wie vor computed, nur der Optimizer betrachtet ihn eben nicht mehr, er wird einfach auf invisible gestellt. Der Optimizer verarbeitet den existierenden Index nicht mehr. Die Frage wäre dann, also die Frage war gewesen, was passiert beim Insert? Also er wird nach wie vor noch computed, das heißt also von der Insert-Performance her wird sich das nicht so arg viel nehmen. Er wird nach wie vor noch computed. Wenn ich ihn dann einschalten würde, ist ja tatsächlich so, der soll dann also ja, mit sofortiger Wirkung aktiv werden, das wäre gegeben. Ja, erst wenn ich tatsächlich diesen Index komplett ausschalte, würde ich dann eine Änderung in Insert-Performance sehen. Da war noch eine andere Frage gewesen, hat sich erledigt, okay. Gut, ja, und dann dieses sogenannte Other Stuff. Diese Other Stuff, da kann man jetzt Tage wahrscheinlich drüber referenzieren. Ich habe einfach mal das, wo ich glaube, das wäre jetzt wichtig, habe ich einfach mal aussortiert. Der Default Character Set in MySQL 5.7 war Latin 1. Ja? Das Problem mit Latin 1, wenn man sich hier einfach dieses Bild von Wikipedia mal anschaut, das verwendet kein Mensch mehr. Ja? Also mittlerweile ist die Welt eben auf UTF-8 angekommen. Ja, ich sag mal, diese ganz klassischen Indexes, die Kinder haben, ja, also Smiley und Delfin und Herz und alles Mögliche, ja, ist ja in jeder Twitter-Nachricht und auf jeder Webpage mittlerweile zu sehen. In 5.7 waren die wirklich sehr, sehr schwer zu handeln. Die wurden oft ja als ASCII-Character-Set dann gespeichert. Das Compute war relativ teuer auf Basis von 5.7, was natürlich dahingehend ein bisschen kontraproduktiv gewesen ist. Jeder hat es verwendet. Das hat sich jetzt geändert. Tatsächlich ist es so, dass MySQL 8 nativ UTF-8 unterstützt, mit dem Hintergedanken eben, dass es eh jeder verwendet. Das ist das Gute. Sie können also diese ja, Smileys und Delfine und alles jetzt nativ mit der Document, mit der Shell zum Beispiel verwenden. Funktioniert prima. Es gibt aber trotzdem einen Nachteil. In dem Moment, wo ich jetzt auf Latin 1 gehen würde mit MySQL 8, ist tatsächlich das, was vorher
irgendwie das Teure gewesen ist für 5.7, die Verwendung von UTF-8, Latin 1 ist eben jetzt das Teure für MySQL 8. Also wenn Sie heute UTF-8 verwenden und Sie gehen auf MySQL 8, werden Sie sofort einen Performance-Boost sehen. Aber umgekehrt, wenn Sie Latin 1 verwenden und Sie gehen auf MySQL 8, wird es nicht schneller. Sie erinnern sich, eingangs hatte ich gesagt, ich hatte diesen Kollegen, der hat dann diesen Vergleich gemacht. Der hat tatsächlich dann Latin 1 in 5.7 gegen Latin 1 in MySQL 8, also der denkbar ungünstigste Fall aus MySQL 8 Sicht, verwendet, hat aber auch wahrscheinlich wenig Praxisbezug. Das muss man einfach wissen. Punkt. Nächste Geschichte, Set Persist Global Variables. Also Hintergedanke ist auch Cloud an dieser Stelle. Ich gehe auf meine MySQL-Instanz drauf und dann habe ich so eine basierende SQL-Geschichte. Was hätte ich denn jetzt gemacht, wenn ich irgendwelche globalen Variablen in der MyCNF, was hätten sie getan? Also sie hätten sich wahrscheinlich mit SSH verbunden, hätten die MyInI aufgerufen, hätten die geändert, hätten MySQL gerestartet. Höchstwahrscheinlich. So, die allermeisten Variablen kann man jetzt mittlerweile in der MySQL-Session ändern. So, wo ist da jetzt der Praxisbezug? Wo muss man aufpassen? Also, Sie haben ja die Konfigurationsdatei für MySQL, ist die MyCNF. Und jetzt muss man einfach wissen, nach der MyCNF wird jetzt noch eine zweite Datei gezogen, die sogenannte MySQL AutoCNF. Die MySQL AutoCNF, die nimmt alle die Änderungen entgegen, die in der SQL-Session aufgenommen wurden. Man kann dieses Verhalten ja zulassen. Man kann dieses, Sie hören mich noch immer, aber ich glaube, jetzt ist das Mikrofon, das andere, oh, jetzt geht's auch wieder. Gut, also Hintergrund ist, Sie können Variablen, Konfiguration in einer SQL-Session ändern. Sie können die zu Persist setzen. Die würden bei einem nächsten Reboot dann greifen, wenn es nicht eine Online-Operation ist. Heißt aber auch, wenn Sie jetzt einen Wert in der MyCNF haben, ist das vielleicht nicht der Wert, der nach einem Restart greift. Sie müssten tatsächlich erst diese AutoCNF lesen, um zu gucken, ob ein Wert aus der MyCNF nicht bereits existiert. Das kann jetzt ziemlich umständlich werden. Da gibt es eine sogenannte History-Tabelle, die ist jetzt leider hier nicht gezeigt. Über diese History-Tabelle können Sie sehen, woher welcher Wert greift, woher welcher Wert zieht. Das heißt also, wenn es Unklarheit gibt, wo Variablen herkommen, diese History-Funktionalität der MyCNF einfach aufrufen, dann sehen Sie, wo welcher Wert bezogen wird. Ganz einfach. Nächster Punkt. Sie waren schon vorher hier in den Vorher. Okay. Nächster Punkt. Ressourcengruppen. Also Kollege, was hat er gemacht? Also hat er hier einen relativ dicken Server gehabt und das sind auch relativ viele Queries, die er hat. Hat wahrscheinlich schon irgendwelche Obtains oder sowas gehabt. Naja, auf alle Fälle hat er eben Selects losgelassen auf das System und zeitgleich hat er Inserts auf das System zugelassen. Gut, wie gesagt, hat das dann über diese 40 Cores in irgendeiner Art und Weise verteilt, hat irgendein Sysbench oder sowas wahrscheinlich verwendet und hat dann diese Werte bekommen. Kann man tun. Jetzt hat er aber dann gesagt, okay, sorry, da ist auch ein Typo drin. Von diesen 40 Cores verwende ich 30 nur für das Select und 10 reserviere ich tatsächlich nur für das Insert. Er trennt tatsächlich diesen Prozess aus Betriebssystem-Sicht des Selects und des Inserts. Und dadurch, dass er mit diesen Ressourcengruppen gearbeitet hat, dadurch, dass er eben tatsächlich nur auf 30 von diesen Cores Selects zulässt und auf 10 Cores, die komplett getrennt sind von dem Prozess, die Updates, hat er auf derselben Maschine ungleich viel mehr Performance emulieren können. Eine super Sache, gerade wenn es um replizierte Systeme geht, dass ich eben mit gewissen Komponenten und gewissen Prozessen nur noch gewisse Cores verwenden kann. Ich trenne letztlich jetzt den operativen Bereich mit der SQL-Thematik. Das wäre letztlich die Idee. Das ist das entsprechende Beispiel dazu. Und in diesem Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich praxisrelevant ist, holt er fast das Doppelte an Leistung raus, nur durch das Trennen der Konflikte in Virtual CPUs. Aber zumindest mal ist es logisch betrachtet schon klar, dass mehr Durchsatz zu erwarten ist. Man braucht natürlich, das ist dann die andere Seite, ein Verständnis von den Inserts und von den Updates. Also Inserts, Updates, Deletes und von den Select Statements. Gut. Anderer Punkt. Ganz oft, also ich gehe mal davon aus, Sie kennen MySQL 5.7, Sie wissen, wo sind so die Buffer, die ich setzen muss und was kann ich tunen. Und ich gehe mal davon aus, Sie wissen, dass normalerweise die Default MyCNF nicht unbedingt die beste ist, die Sie verwenden sollten, weil die von sehr, sehr kleinen
Datenbanken ausgeht. So, jetzt, das kann man ganz einfach ändern. Man passt diese Werte einfach an. Da gibt es ja ganz viele Referenzen im Internet und auf den verschiedenen Slides, die es da gibt. Man kann aber tatsächlich jetzt auch mit dem sogenannten InnoDB Dedicated Server arbeiten. InnoDB Dedicated Server heißt, das System weiß, ich bin hier alleine mit meinem MySQL auf dem Server unterwegs und die Werte, die für mich relevant sind, die passe ich automatisiert an. Also zum Beispiel InnoDB Buffer, InnoDB Logfile Size und die InnoDB Flash Method. Und einfach nur durch dieses Setzen von dem InnoDB Dedicated Server kriege ich wahrscheinlich auf Anhieb sehr, sehr viel mehr Performance auf das System, als wenn ich die MyCNF nicht gesetzt habe. Leider ist die nicht bei Default gesetzt, also Sie müssen die nach wie vor noch setzen, aber gerade wenn Sie dann mit entsprechenden Images arbeiten, weiß ich nicht, virtuellen Images oder Docker Images oder anderen, durch das Setzen von dieser Variable brauchen Sie sich eigentlich um die Speicherzuweisung keine Gedanken mehr zu machen. Das macht MySQL selbst nicht automatisch. Die Werte greifen nach wie vor nur beim Start des Systems, aber in dem Moment, wo Sie die Umgebung, die Virtualisierung zum Beispiel ändern, werden diese Werte mit angepasst. Macht es sehr, sehr, sehr viel einfacher, MySQL auf neuen Systemen auszurollen. Es gibt noch sehr viel mehr. Ich hatte ja gesagt, es sind 400-500 Funktionalitäten, die da sind. Hier sind jetzt mal einige aufgelistet. Wenn Sie da drüber reden wollen, ich bin hier an dem Stand, können wir gerne machen. Einige kenne ich ganz gut, andere kenne ich gar nicht. Nichtsdestotrotz, da kann man wahrscheinlich Tage drüber referenzieren. Jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, wir kommen ja jetzt auch langsam zum Ende des Vortrages. Cuvadis, wer hatte Latein? Wo geht's hin? So, jetzt hatte ich ja schon gesagt, also MySQL 8, Native Data Dictionary, ja. Also wo geht's hin mit MyISAM? Also um es klar zu sagen, ich weiß es nicht, nur definitiv, MyISAM ist eben nicht mehr die Default Storage Engine. Die ist in MySQL 8 drin, die wird auch noch eine ganze Zeit lang drin bleiben, aber wenn Sie heute noch auf Basis von MyISAM arbeiten, dann ist es vielleicht so ganz gut, langsam mal zu überlegen, wie ich da auf InnoDB upgraden könnte. Technologisch gesehen, das ist eine gefährliche Aussage, das weiß ich, aber technologisch gesehen können Sie mit InnoDB mittlerweile alles abbilden, was MyISAM auch kann. Und Sie können es im Regelfall sehr, sehr viel schneller abbilden. Aber es ist natürlich ein Migrationsprozess. Das muss man an dieser Stelle einfach wissen. Dieses Native Data Dictionary, ich hatte am Anfang gesagt, diese Million Table Datenbank, ich habe da noch so meine Zweifel. Das ist nicht ganz grundlos, dass ich das gesagt habe, weil einer meiner Kunden hat das tatsächlich getestet und hat gesagt, naja, also ab, weiß ich nicht, 500.000, 600.000 oder sowas, gibt es schon noch mal ganz signifikante Contentions. Ja, da ist noch ein bisschen Tweaking, da muss noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden. Das werden wir entsprechend mit den entsprechenden Updates auch nachholen. Also wenn Sie da entsprechende Blogs lesen, also Million Table, das geht nicht, würde ich sagen, das stimmt. Nichtsdestotrotz, da sind wir dran am Arbeiten. Dann Security, also wie gesagt, TLS 1.2, TLS 1.3, da wird jetzt immer mehr kommen. Alles das, was OpenSSL hergibt, werden wir entsprechend in MySQL 8 einbauen. Ich denke mal, die größte Änderung an dieser Stelle ist einfach, dass das Binlog bzw. die entsprechenden Relay-Logs nachgezogen werden müssen von der Verschlüsselung, weil sonst könnte ich ein Secure MySQL einfach nicht replizieren oder nicht hochverfügbar machen. Also da gibt es noch entsprechende Arbeit zu tun. Das ist davon auszugehen, dass das jetzt relativ bald kommt. Relativ bald heißt, das Release-Modell von MySQL 8 ist ein bisschen geändert worden. Also es gibt eine sogenannte Risikoabschätzung bei neuen Funktionalitäten und dieses Level der Risikoabschätzung ist letztlich erhöht worden, sodass wir also auch neue Funktionalitäten in das laufende MySQL 8 mit einbauen werden. Jedes neue Release, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, hat mittlerweile auch neue Funktionalitäten, die wir eingebaut haben. Das war so im Release 5.7 nicht möglich gewesen. Wir versuchen durch diese sogenannte Continuous Delivery einfach das Produkt für schnelle, für Agile Development attraktiver zu machen. Die erste große Update, das schon kam mit dem Release 8.0.12, ist Instant Add Columns. Einfach mal die entsprechenden Blogs lesen. Sie können Columns jetzt on the fly in MySQL dazufügen. Dann ja, die neuen MySQL Clients. Ich hatte schon gesagt, MySQL Shell, das ist das Produkt, was wir zukünftig verwenden werden. Der MySQL Client, den wird es natürlich nach wie vor geben. Das sind ja, wie gesagt, die nativen C-Libraries. Nichtsdestotrotz, mittlerweile sollte man mit der MySQL Shell anfangen, sich zu befreunden, weil alle zukünftigen Funktionalitäten werden unter anderem mit der MySQL Shell kommen. Und viele administrative Tätigkeiten, also zum Beispiel das Bilden eines MySQL Clusters, das kann man ja auch schon mit Release 5.7 und auch mit MySQL 8.
das unterstützt die MySQL Shell jetzt nativ. Da gibt es andere Systeme, da wird jetzt ein Snapshotting kommen, da wird es eine entsprechende Backup-Funktionalitäten werden kommen, die man automatisiert über die MySQL Shell sehr, sehr einfach etablieren kann. Also ich denke, jetzt ist eine ganz gute Zeit, sich mit der MySQL Shell auseinanderzusetzen. MySQL Document Store. Ja, ich hatte schon gesagt, wir versuchen uns hier ein bisschen zu positionieren gegen Mongo. Genau genommen muss man sagen, fehlen uns da schon noch 2, 3 Funktionalitäten. Also dieses Multi-Array-Index ist, wie gesagt, eine ganz übliche Sache. Geht Stand heute noch nicht, wird aber, wie gesagt, sehr, sehr bald nachgezogen werden. Eine andere Funktionalität, das sogenannte Sharding, das ist ja ein anderer Sweet Spot von Mongo, ist erstmal jetzt noch nicht absehbar. Werden wir mit Sicherheit auch dran arbeiten, aber das ist zumindest mal nichts, was jetzt irgendwie in den nächsten halben bis im nächsten Jahr kommen wird. Aber wie gesagt, da kommt schon noch was. Dann andere Sachen, Check Constraints zum Beispiel, ja, wird alles kommen. InnoDB Cluster, da gibt es die sogenannten Write Synchronous Cluster, auch eine Anforderung, was ein anderer Anbieter an dieser Stelle schon kann. Wir können es leider noch nicht. Aber auch hier verfolgen Sie einfach mal die latest Blogs oder die Worklogs aus dem dev.mysql.com-Bereich. Ist alles in der unmittelbaren Zukunft geplant. Ja, MyESAM, ich hatte es eben schon gesagt, es ist mittlerweile ein guter Zeitpunkt zu sagen, Upgrade auf InnoDB. Sie ist noch da, sie wird auch noch eine ganze Zeit lang da bleiben. Nichtsdestotrotz, aktiv wird an MyESAM nicht mehr entwickelt und ich wüsste jetzt keine Funktionalität, die in MyESAM in MySQL 8 dazugekommen ist, außer dass es, wie gesagt, halt jetzt eine optionale Storage Engine ist, während vorher war sie ja nativ built-in gewesen. Gut, es ist 10 nach, wir hätten noch 5 Minuten für Fragen. Und von der Seite fragen Sie. Ja, mit Mikro, das ist super. Da muss ich die Frage nicht wiederholen. Ja. Ja, also meine Frage wäre, es hat ja mal einen Fork gegeben, MariaDB. Den gibt es immer noch. Entwickeln die sich jetzt parallel oder sieht man jetzt schon große Unterschiede zwischen den Datenbanken? Ja, also aus meiner Sicht, ich gehe mal davon aus, das ist auch die Maria-Sicht, wir sagen beide, also wir entwickeln in unsere Bereiche hin. Maria entwickelt in ihrem Bereich, was immer der ist, und wir entwickeln eben dahin, was ich Ihnen gesagt habe, sehr stark in den Document-Bereich und sehr, 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 sehr stark in den Bereich der Höchstskalierung. Genau genommen, wenn man die latest Releases nimmt, von Maria jetzt 10.3 und von MySQL 8, ich formuliere es mal anders, es gibt eine Möglichkeit, dass da die Daten noch ausgetauscht werden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon eine Migration von dem einen auf das andere. Ist auch nichts mehr groß anderes, als würden Sie sagen, ich migriere von Microsoft auf eine MySQL. Also die Überdeckung wird, glaube ich, mit jedem einzelnen Release sowohl auf Maria als auch auf MySQL-Seite immer weniger werden. Also Sie müssen, also muss ich aufpassen jetzt, aber Sie müssen letztlich entscheiden, also ob Sie auf den einen oder auf den anderen Track gehen, weil, wie gesagt, die Kompatibilität lässt nach. Und was man auch sieht, ist einfach so eine subjektive Erfahrung. Ja, die Migration von dem einen auf das andere wird halt jetzt mit jedem Release immer komplizierter werden. Also in beide Richtungen. Auch wenn Sie sagen, Sie wäschen von MySQL auf Maria mit dem Document Store, weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Und umgekehrt, Maria auf MySQL, weiß ich auch nicht mehr, ob das alles noch so super einfach ist. Wie sieht die Migration von 5.7 auf 8 aus? Ja. Also es gibt, ich hatte eben gesagt, die MySQL Shell hat verschiedene Wizards, ja, und da gibt es unter anderem, das ist jetzt erstmalig in MySQL, gibt es einen Migrationswizard. Die Version MySQL 8 unterstützt Migration von der Version 5.6 und von 5.7. Sie haben aber implizit eine sehr gute Frage gestellt. Also ich hatte ja gesagt, früher war irgendwie alles MyISAM und jetzt ist alles Data Dictionary. Also was auch klar macht irgendwie, die Migration ist diesmal nicht mehr so ganz einfach, weil ich muss ja irgendwie alles aus MyISAM rausholen und muss das in das Data Dictionary einpumpen. Ja, genau das macht dieser MySQL Migration Wizard auf Basis der MySQL Shell. Also von 5.6 und 5.7 können Sie direkt auf MySQL 8 upgraden. Das ist deswegen erstmalig, weil vorher haben wir immer nur gesagt, wir unterstützen aktuelles Release minus 1. Jetzt geht, wie gesagt, es können von beiden Releases direkt auf MySQL 8 gehen. Ja, und das funktioniert während dem Betrieb? Oder? Nein. Okay, wäre ein schöner Feature-Request, ja? Nee, das funktioniert nicht während des Betriebs. Und in Abhängigkeit der Datenmengen kann das durchaus auch dauern. Also ich sage mal, wir reden hier wahrscheinlich nicht um Minuten, sondern tendenziell eher um Stunden. Oder länger. Entschuldigung. Nee, ja. Noch andere Fragen?
Ja, ich bedanke mich vielmals für Ihr Interesse. Morgen habe ich noch eine Session, da geht es um Document Store. Da zeige ich auch alles dann hands-on, was man damit machen kann, wie man mit den Daten aktiv arbeiten kann. Würde mich freuen, wenn ich Sie morgen auch sehe. Ansonsten, wie gesagt, ich bin den ganzen Tag am Stand. Einfach nachhaken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Frostcon.